Hi Leute, jetzt muss ich noch was am Logo ändern, das habe ich noch nicht geschafft. Ehrlich gesagt habe ich gerade erst angemacht. Denn heute das große Saisonfinale der JVK Racing League. Und Leute, ihr könnt drücken, es kann losgehen. Wir wollen reingehen hier in das 10. und letzte Rennen von Saison 4. Und es wird spannend, es können noch 3 Fahrer Weltmeister werden und alle 3 sind dabei. Der WM-führende Leroy hat 13 Punkte Vorsprung. Dann folgen Shikuro und Krupp Stalingrad auf 2 und 3. Der Doppelweltmeister Krupp Stalingrad, der auch zwischenzeitlich mal geführt hat, aber Behrenmann in der Zwischenzeit, mitten in der Saison, bis hin zum Ende hat er leider ein bisschen abgebaut. Boah, ich hätte es ihm so gegönnt, hier seinen ersten Weltmeistertitel zu holen. Er war auch super in Form. In Monaco hat er sogar die Pole 1000stel vor Leroy geholt. Also das war mega, was die sich da gebettelt haben. Und jetzt halt, wie gesagt, letzte Saisonrennen. Und zwar bei den Tifosi. Ferraristi hier, also Marc und Papa Danne haben ein Heimspiel mit Ferrari. Ich gucke jetzt nochmal natürlich in meine schöne App, wie es denn wirklich aussieht mit den Punkten. Leider kann ich die nicht auf dem PC holen, da muss ich immer mit dem Handy ein bisschen hantieren und wenn man kommentiert, ist es echt schwierig. So, also. Führen tut Leroy mit 152 Punkten, 13 Punkte vor Krupp Stalingrad und Shikuro Tenno hat 138 Punkte. Behrenmann auf Platz 4 mit 105 Punkten, Perry 64 auf der 5, die macht noch mit 41 Punkten Platz 6, Janisha Papadanis 36 Punkte, dann auf 7 und 8. Und was die Teamwertung angeht, Alpha Tauri 243 Punkten, Red Bull 185, also das hier ist entschieden. Die Teamwertung geht nach Alpha Tauri, das heißt Behrenmann und Shikuro holen sich diesen Titel. Und dann haben wir Alfa Romeo 173, da geht es für die noch um Platz 2. Und dann McLaren 53 Punkte, Ferrari 50, Aston Martin 40, Alpine 34, Haas 28 und Williams 7 Punkte. Also Aston Martin muss richtig daherlatzen, richtig Punkte aufholen, damit es noch eine Verbesserung wird. Und McLaren ist da auf Verteidigungskurs. So, jetzt nochmal kurz einstellen hier. Natürlich die Soundeinstellung. Hoppla, nicht Telemetrie, nein, das brauche ich nicht da. So, drehen wir wieder hoch, dann haben wir auch ein bisschen mehr Sound. So, und vorne weg ist ein Red Bull. Und das ist Leroy. Also direkt der WM-Führende geht voran. Also auch nach dem Titel in der Super League-Formula ist er hier vor seinem ersten Titel auch bei uns. Aber ich muss sagen, so leicht ist es ihm definitiv nicht gefallen. Auch er muss hier wirklich ziemlich hart schwitzen. Also, was ist drin für Leroy? Und jetzt bleiben wir auch mal drin. Also, er legt vor und dann folgt ein Ferrari. Mal gucken, ob es Marc oder Papadanne ist. Das ist Marc. Na, jetzt beim Einlenken sah es nicht so optimal aus in Turn 1, aber dafür gut rausgekommen in Turn 2. Kurve 3 ist quasi diese langgezogene hier und die führt wieder zu den S's und diese S's hier sind auch sehr unbequem. Weil da meinen oft viele komplett reinzuhalten, was aber zu vielen Verbremsern kommen wird. .358 haben wir dort. Das war schon sehr weit drüber gefahren, aber das geht da offensichtlich in dieser Kurve.
Wen haben wir denn dahinter? Bärenmann, Shikuro, Krupp, Stalingrad. Also ich würde fast hier Bärenmann als zweitstärksten Fahrer einsortieren. Also, Leroy jetzt eine 1. Boah, 1,20, Leute. 26,2 hier. Aber wo ist Kumpel Shikuro? Oh, Turn 1. Ist er am Parken? Was macht Krupp Stalingrad? Der ist weiter! Krupp Stalingrad, nämlich jetzt die letzte Kurve. Also 20,2. Jetzt haben wir 21,1. Da müsste aber auch ein Fehler drin gewesen sein. So, jetzt Bärenmann. Und dahinter im Haas kommt schon German Mado. Oder? Ja, German Mado. Ja, jetzt 20,8. Auch noch sehr weit auseinander. Und Marc ist raus. Ganz bitter. Früher Ausfall. So, Meyers auf Soften. Okay, Shikuro, der fährt natürlich so. 56,54. So, die beste Runde natürlich hier gefahren. Bei German Mado auf Mediums. Kojo Kari auf Mediums. Aber 6 Zehntel nur bei Bärenmann. Chanisha auf der 3 mit 1,20,9. Also, da muss noch deutlich was gehen von Bärenmann, von Krupp. Rumblebee jetzt momentan auf 4 als 21,008. Auch der ist super dabei. Meyers Platz 11. Jetzt kommt Shikuro gleich. Oder legt Bärenmann nach? Nein, Bärenmann legt nicht nach. Chanisha legt aber nach. Und zwar 2 Zehntel Verbesserung wäre momentan P2. Guten Abend, Flo. Guckst du wieder auf der Arbeit hier in den Stream? Chanisha tatsächlich in die Box. Krupp geht auch in die Box. Rumblebee ist langsam. Also, dann gehen wir drauf. Shikuro. Oh, Shikuro Tenno. Auch off track zählt nicht. Lurch ist natürlich jetzt schneller unterwegs, hat Runde 1 quasi nur so nebenher gefahren, 1,33, 6,16. DJ, oh, DJ ist dran als 21,381. So, Perry, Enchant, Papadane, Chakusa jetzt auf der Outlap. Ah, Lurch Rang 9. 21,8 hinter Marc. Also das Marc, glaube ich, eine gute ja, okay. Marc ist da offensichtlich eine ziemlich gute Zeit gefahren. DJ ist off crack jetzt. Und jetzt gehen wir rein bei Perry in Sektor 1 und dahinter ist dann Chakusa unterwegs. Also natürlich, für McLaren zählt es auch, das Auto irgendwie in die Punkte zu kriegen. Hier auch ein kleiner Drift. So, gehen wir mal bei ihm rein. Wie schaut es bei ihm aus im Vergleich zu Leroy? Aber Leroy hat jetzt wirklich... Also, der, ihr habt das Gefühl, der wird von Woche zu Woche stärker. Auch Perry fährt das sehr weit rüber. Ah, jetzt hier ein Quersteher, also es ist tatsächlich ein bisschen nervös. Konnte er wahrscheinlich noch nicht abstellen, das nervöse Heck. Und jetzt durch die letzte Kurve. Und nochmal voll Speed mitnehmen, hier runter gehen, jetzt nach rechts innen ziehen. Als 21. So, Chakusa mit Platz 11, 1,22,008, Sekunde langsamer. Dann haben wir drauf, Mitchell brauchen wir erstmal nicht beachten, aber Papadanne, der zieht mit, oh, 54,212 Sekunde hinter Leroy von der Zeit, 19. Bleibt auch innen Rang 9.
Oh, 3000stel von Mark. Okay, was macht der gute Mitchell? Oh, Off-Track, Zeit aberkannt. Ein Schaden auf 18 vor. Und den auch langsamer. Aber legt. Ah, Perry ist langsamer gewesen. Jetzt schon 2/10 in diesem Sektor. So, Challenger aber Sektor 1. 57.000stel Verbesserung. Also vorhin wäre es auch schon schneller gewesen. Und jetzt probiert es auch Bärenmann dann dahinter. Jetzt ist es 1,5 Zehntel fährt er raus. Wäre damit auf P2 Kurs. Und Meyers kreiselt schön mit den Mediums um die Strecke. Der wird aber jetzt auch gleich Softs holen. Challenger 4 Zehntel dran an Leroy. Also das ist schon nicht so schlecht. So, Bärenmann ist ja der Nächste, den wir haben. 5 Zehntel jetzt. Oh, Krupp. Boah, Krupp ist dran wieder bis auf ein Zehntel. Bis auf ein Zehntel. Also da muss vorher ein Fehler gewesen sein. Die da vorne müssen jetzt aufpassen. So, der Haas geht weg. Ich weiß nicht, ob das schon Zeit gekostet hat. Der Alpine da vorne muss auch aufpassen. Aber dann nimmt Bärenmann noch den Windschatten mit. Und es ist Platz 2. Ah, brutal. So, Rumblebee ist ein Zehntel langsamer. Vielleicht holt er nochmal was raus hier. Nee. 20.000stel langsamer. Was macht Kumpel D-Jack in Sektor 1? Ein Zehntel langsamer. Schon da gehe ich jetzt zu Leroy. Oh, boah, der ist nochmal 3 Zehntel schneller. Also der packt jetzt noch mal was aus hier. Oh, weit rausgekommen, off-track. Zeit aberkannt. Damit ist es bei ihm vorbei erstmal. Platz 7. Oh, Shikuro langsam unterwegs. Er hat ja auch angekündigt, erstmal Ersatzfahrer zu werden in der nächsten Saison. Und dann mal gucken, ob er da mitfährt. Oh, Krupp ist... Ja, das... Das ist ja nicht wahr. 1000stel hinter Leroy. Wir haben vorne drei, die ja fast zeitgleich sind. Das ist brutal. So, kriegt Rumblebee es jetzt hin, nochmal von der 5 nach vorne zu springen, zeitmäßig. Ja, was heißt, ich habe hier ein paar verrückte Kerle drin, aber das ist ja auch das Geile. So, das muss Verbesserung sein, oder? Ah nein, auch wieder 61.000stel. Naja, und guck mal auf das ERS, das ist über den Jordan gesprungen. So, also, jetzt geht Shikuro die Runde an. Und German Madu ist auf der 10, ne? 1:21.414 und Shikuro bricht ab und geht in die Box. Dann hätten wir Lurch, der ist 13 schon mal schneller. Kann auf die 11 springen. Nee, sogar 9. Er schlägt sogar D-Jack. Also, doch momentan gute Ausgangslage, Doppelpunkte möglich, Red Bull. So, Bastel. Ah, 1,1 Sekunden, Sektor 1. Bei Rumblebee ist es halt vorbei. Ja, D-Jack war auch nicht so schnell unterwegs. Robin hat's Auto abgestellt in der Box. D-Jack holt sich. Oh, Leute. D-Jack ist 1000stel vor German Maddo. Also, Jungs, ihr seid verrückt. Irgendwann fahre ich hier mit 20 Fahrern innerhalb von einem Zehntel. Das ist schon wirklich, wirklich stark, was einige dahin knallen. Rumblebee wird jetzt auch in die Box kommen. Bei ihm dürfte es Ende im Gelände sein. Was macht Meyers jetzt auf den Softs?
Also es freut mich auf jeden Fall zu hören. Und wie gesagt, du kannst dich wirklich stolz schätzen, dass du es geschafft hast, bei diesen Top-Leuten hier an Bord auch schon mal einen Punkt zu sichern. Das ist nicht selbstverständlich. Vor allem, da wir ja nur für die ersten 10 überhaupt Punkte vergeben. So, Meyers auf 5. 1,20,7,1,1. Zieht er nochmal durch oder nimmt er raus? Was macht er? Und D-Jack off track, sein nicht. German Maduro langsamer unterwegs. Aber guter Kollege Canisa raus, beschleunigt aus Kurve 2. Und er könnte jetzt als erster da vorne ranspringen. Perry auch wieder draußen und der knabbert ja auch wirklich so dicht an P6. Und da ist auf jeden Fall eine Zeitverbesserung drin. Canisa, Pink Sektor 1. Aber das heißt oft nicht so viel. Sektor 2 ist zwar auch gut, aber kein Pink, keine Verfärbung. Jetzt natürlich auch innen bleiben. Ah, ein Zehntel ist es Verbesserung nur. So, Perry. 3 Zehntel hat er jetzt rausgefahren. Das heißt, es ist Level Myers. Und was geht jetzt quasi auf der letzten Geraden noch und durch die letzte Kurve? Sehr weit rausgetragen. Er springt auf P5 bei dem Mercedes. Sehr gut platziert. Mitchell geht jetzt auf die 10 vor. Und Bastl geht auf Hotlap. Und vorne sehen wir natürlich Leroy, Krupp Stalingrad, Behrenmann fährt auch gerade raus, Chikuro draußen, Rumblebee wieder raus. Also es gibt hier noch wirklich was. Ja, Flo, das ist wirklich so. Also da kannst du auch nur raus stärker hervorgehen. Also noch stärker dann natürlich. So, mal schauen. Bastl Sektor 2. Auch für ihn natürlich vorerst das letzte Rennen als Stammfahrer. Krupp da vorne macht natürlich langsamer, lässt Bastl vorbei, er ist langsamer. Okay. Springen wir zu Rang 9. Denn Chikuro fast 2,5, 3 Zehntel in diesem Sektor und Bastl ist jetzt raus. Nach meiner Lieblingskurve, nach den schnellen S's. Oh, wei. Naja, okay. Wenn du natürlich 100 pro geben willst, dann passiert das einfach. Chikuro jetzt 4 Zehntel. Damit ist er Bereich Perry und Canisa. Also, er kann den Alpha Tauri auf die 4 stellen. So, Chikuro, Platz 5 hinter Canisa. So, Rumblebee ist langsamer. Meyers beginnt fliegende Runde und Behrenmann. Krupp, oh, Krupp ist 2 Zehntel und das war ein sehr deutlicher Rutscher dort. Da geht's nicht. So, jetzt bin ich bei Leroy drauf und dann wird Behrenmann gleich nachlegen und vielleicht hat ja Chikuro nochmal einen in petto in Runde 2. Drei Zehntel Leroy. Und off track! Leroy off track! Krupp bei ihm passt nicht. Behrenmann 40.000 langsamer. Geht jetzt was in Sektor 2? Noch.
60.000stel immer noch. Also, Bärenmann muss was finden im letzten Sektor. Und dieses 60.000stel, das ist halt wirklich, wirklich heiß. Findet er diese Zeit noch? Oh nein, oh, er fährt daneben, neben der Piste. Okay. Dann haben wir noch. Meyers auch auf Track. Rumblebee hätten wir noch. Geht's für ihn nochmal ein bisschen nach vorne? Ein paar Plätze. Aber vorne, Leute. Also, ihr habt's wieder richtig gezeigt, was hier das Maß der Dinge ist. Ein Zehntel ist Rumblebee sogar langsamer. Lurch ist langsamer unterwegs. Kojo Kari noch ein bisschen schneller. Rang 14 noch. Und damit müssten jetzt alle Fahrer soweit durch sein. Und die Pole geht diesmal um 1000stel Vorsprung an Leroy vor Krupp Stalingrad. Und Bärenmann ist denkbar knapp dahinter. Leute, 1000stel Sekunden. Es ist Wahnsinn. Und für dich tut es mir leid, Robin, aber diese Sachen, die höre ich leider momentan sehr häufig. So, jetzt nochmal die Startaufstellung gleich durchgehen. Jetzt gebe ich mal eben den Start bekannt. So. So, Start ist wie immer um 20 Uhr. Reihenfolge nochmal: Leroy Krupp, Bärenmann, Chanisha, Shikuru, Perry, Myers, Rumblebee, Bastel, Mitchell, DJ, Germano, Lurch, Kujokari, Chakusa, Papadane, Mark, Enchant, Robin und N4. Also Leute, bis gleich um Punkt 20 Uhr. Letztes Rennen in der vierten Saison von der JVK Racing League. Also, bis gleich, Leute.
da sind wir jetzt wieder drauf. Die letzten 15 Sekunden laufen runter. Also, auf ein letztes und dann geht's erstmal in eine Woche Pause bis zum Saisonstart von der 5. Und da kann man wirklich mal schon was sehen, wie lange es jetzt schon dieser Liga gibt. Jetzt über ein Jahr, im Februar sind wir gestartet mit der Idee, hier eine Liga ins Leben zu rufen, sind gestartet sogar mit Mehrspielerautos, dann mit gab es ein Event wegen dem Wechsel dann zum neuen Spiel und. Da sind auch schon ca. 20 Wochen verstrichen und dann jetzt drei richtige Saisons, also mega. Ich bin mega froh, mega stolz, so eine Liga zu haben mit dieser Leistungsdichte. Also das ist brutal. Und hi Lubica, also schade, dass du heute nicht dran teilnehmen konntest. Aber Saisonfinale ist wirklich immer, da ist Full House. Nur zwei sind halt ausgefallen aufgrund der Arbeit. Flo ist auch immer dabei, hier im Stream noch. Der hat immer bei der Arbeit so ein bisschen am Laufen hier. So. Aber jetzt widmen wir uns erstmal der Startaufstellung. Vorne auf der Pole steht Leroy im Red Bull. Dann Krupp Stalingrad, Alfa Romeo. Wie gesagt, um 1000stel ist Krupp Stalingrad heute der Zweite gewesen. Dann Behrmann, Shamisha, Shikuro, Perry, Myers, Rumblebee, Bastel auf 9, 10. Mitchell. Dann D-Jack auf 11, German Mado auf 12, Lurch auf 13, Kojo Kari 14. 15. Chakusa, Papadanes 16. Mark 17. Also was mit Ferrari ist los ist. Also Mark versucht natürlich auch 100 Pro reinzuhauen. Aber Papadanes hat es glaube ich nicht in der Runde gut getroffen. Dann Enchant auf der 18, Robin auf der 19 und ganz hinten im zweiten Williams N4. Das Team, was dieses Jahr Schlusslicht war. Aber auch wie gesagt, Ferrari ist eigentlich das beste Team, was an McLaren noch rankommen kann. McLaren steht aber davor. Aber auch Aston Martin auf 8 und 10. Und Myers im Alpine auf 7 geht vielleicht was noch für diese beiden Autos. Ja, genau so ist es. Also die darf man, ich sag mal so, kurz vor knapp kannst du die noch mal rausnehmen, ne? Wenn du weißt, dass auf jeden Fall 20 mitfahren. Aber so zwischendurch rein und raus, das, also ich sehe das ja nicht, auch eine Zeit nicht, ne? So, und start again! Letztes Rennen der JVK Racing League Saison 4 geht los! Hinten scheren schon welche aus, Leroy kommt super weg! Krupp Stalingrad bleibt mit dahinter und bleibt schon der Antrieb. Über rechts, der Chanisha versucht es da vielleicht. Oh! Da gab es eine Kollision und da ist tatsächlich. Oh, ist das Shikuro, oder? Oder Perry? Perry hat kein Flügel mehr! Das war Perry, der total den Anbremspunkt verpasst! Und Behrmann so eine Zeitstrafe und ist vorbei an Krupp. Oh, und jetzt Ausritt von Behrmann. Da kommt die andere ist natürlich vorbei. Chanisha und Myers. Jetzt gucken wir mal auf die Strafen. 10 Sekunden halt wegen Abkürzen. Aber ich glaube, die wird aberkannt. Rumblebee auf 6. Und er versucht da jetzt hinten dran zu ziehen gegen Behrmann. Natürlich, Behrmann hat auch ein Problem. Aufpassen. Und da zieht er gut durch und Shikuro auch. Also Behrmann scheint ein Problem zu haben am Auto. Ganz bitter, also diese, wie gesagt, Saison oder seit Saison Mitte ist es so, dass es ein bisschen schlechter für ihn zu laufen scheint. Myers vorne dran an Chanisha und Leroy hat schon Krupp rausgefahren durch die Scharmützel halt, die sich die anderen geliefert haben. Damit spielt schon alles in Richtung Leroy da vorne, aber jetzt kommt ein Angriff von Myers, der ist besser positioniert und der wird da eigentlich, muss er da, okay, Myers zieht tatsächlich zurück gegen Chanisha durch diese Kurve. Aber wie gesagt, Perry hat es total mit dem Bremspunkt versaut, muss ich leider sagen.
und dadurch, glaube ich, auch den Zeitstrahl vom Bärenmann und eventuellen Schaden davon getragen. So ist er richtig schade. Und Chikuro arbeitet sich weiter vor. Jetzt hat er Rumblebee vor sich. Aber trotzdem. Alpha Tauri ist grandioser Weltmeister, Konstrukteursweltmeister. Und es war schon eine ziemlich spannende Saison über alle Ecken und Enden. Und auf Platz 10, D-Jack, der arbeitet dran, auch noch vorne Bastel zu kriegen. Weil natürlich Rumble wie Myers, die konnten schon sehr gut nach vorne fahren. Aber auch hinter D-Jack ist Mitchell. Und Chakusa ist auch schon auf die 12 vorgekommen auf Mediums. Also die haben super gesplittet, die Strategie. Und wir sehen es wirklich. Mitchell versucht es, irgendwie da ran und vorbeizukommen vielleicht. Leroy, neue Bestzeit. Jetzt ist Mitchell eigentlich in guter Position, aber na, jetzt. Okay, er müsste schon sehr viel raushauen an ERS und so. Und jetzt das Überholmanöver. Chikuro ist vorbei an Rumblebee. All diese Faktoren sprechen natürlich nochmal in Richtung Konstrukteurs WM Platz 5 dort. Durch sind ja Alpha Tauri in der WM. Die sind Konstrukteursweltmeister. Dann aber noch knapp Red Bull und Red Bull und Alfa Romeo ziemlich gleich auf. Vorne jetzt Myers am Schanischer und jetzt muss der Angriff kommen. Jetzt fährt er vorbei mit dem offenen Flügel. Hat sich Platz 3 geholt, der Myers hier. Und Schanischer am Bremspunkt. Aber das hat natürlich zur Folge. Chikuro ist direkt hinten dran. Und mal gucken, ob es einen Konter geben kann vom Schanischer. Und Mercedes ist natürlich durch. Und N4 ist raus. Nach den SS hat es ihn erwischt. Und das VSC ist erstmal raus. Jetzt schauen wir nochmal drauf. Vielleicht sehen wir es ja unten. Boah, nee, das richtige Safety Car sogar. Und wie gesagt, es ist ja auch reduziert gestellt. Und wer nutzt jetzt die Chance? Und es nutzen beide McLarens. Es nutzt ein Ferrari. Bärenmann ist drin. So, er ist bereits, nee, da steht er. Sogar mit dem Rücken zur Strecke. Also, dass die jetzt reingekommen sind, das könnte eventuell. Ah, okay, nee, eigentlich nicht, weil die müssen trotzdem das Delta einhalten, also es wird sehr eng. Ich hoffe, Mika hat natürlich wieder den Stream an. Dann kann er das selbst drauf antworten. Da weiß ich nicht, was ich drauf antworten soll. Ja, okay, das ist. Dann muss er sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber wenn er das natürlich kann, dann kann er sich diese halbe Sekunde, die er vielleicht Rückstand hat, oder Sekunde, auf jeden Fall rausfahren in Zukunft. Also, er hat auf jeden Fall sehr großes Potenzial. So, Chakusa halt durch den Doppelstopp. Er ist sogar hinter Mark zurückgefallen. Die Mediums, das war klar, dass sie durchfahren. Und Leroy fährt durch mit Krupp, Myers, Chanischer, Shifuro. Ja, Rumblebee geht in die Box. Und das könnte noch ein Vorteil sein. Seine Referenz zählt zu D-Jack. Wenn er es vor D-Jack schafft, hat er schon einen Riesenschritt gemacht. Weil theoretisch ist es möglich, dass man durchfahren kann. Er bleibt vor D-Jack auf der 12. Und die vorne auf Softs. Die warten vielleicht auf noch ein Safety Car.
Ja, dann sind natürlich die Soft trotzdem von Vorteil. Aber jetzt ist natürlich der Fall, dass Krupp Stalingrad richtig nah dran ist an Leroy wieder. Und jetzt könnten sie vielleicht zusammen um die Strecke fahren. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. aber vorausgesetzt natürlich, es kommt kein Safety Car, ne? Bin gespannt. Lerch hat sie auch vorgefahren auf P6. Und wie gesagt, über die Zeitstrafe von Behrenmann, da muss man glaube ich nicht sprechen. Da müsste man mal gucken, was da passiert. Oh, Kollision mit Enchant da hinten. Jetzt hat er 10 Plätze, nee, 10 Sekunden. Boah. Ola, wie machen das dann die Stewards? Wenn Behrenmann es ja noch mal nach vorne schafft und dann bleibt es ohne Safety Car und dann zieht man ihm die 20 Sekunden sogar ab, dann ist ein Sieg drin für Behrenmann. Aber da bin ich gespannt, wie das die Stewards handeln. Und wir wissen auch, letztes Rennen in der Wüste von Bahrain. Da hat Leroy die ganze Zeit geführt. Krupp hat es dann noch mal am Ende der, ja, eigentlich letzten Chance der DRS-Geraden genutzt oder versucht zu nutzen. Hat leicht Leroy berührt am Hinterreifen und hat sich dann ein bisschen gedreht. Oder was? Ja, gedreht, eher weniger, aber Quersteher schon gehabt. Aber ich glaube, hätte nicht mit sich leben können, wenn er es nicht versucht hätte. Servus, Lixas. Naja, aber die Softs werden halt nicht viel so. Ja, 3, 4 Runden vielleicht geht das. Also mal gucken, ob wirklich Krupp Stalingrad heute den Angriff hinbekommt gegen Leroy. Weil wir haben es wirklich gesehen. Ein Tausendstel war der Unterschied in der Qualifikation, ne? Auf der Hot Lap. Ja, genau das ist es ja, Flo. Er hatte direkt die 10 bekommen wegen dem Abkürzen der ersten Kurve. Das war nämlich de facto so. So, Behrenmann war nicht mehr rechtzeitig dran. Das heißt, wir haben noch eine Runde Safety Car jetzt. Kodjo Kari ist auch in die Punkte nach vorne gekommen im Alpin. Der kann auch durchaus auch eine gute Strategie sein. Warte mal, ich muss mal in meinem Handy gucken. Ich habe ein Bild natürlich gemacht. Also, die Pole-Zeit, jetzt haltet euch fest, war eine 1:20 218 und der zweite Krupp Stalingrad ist eine 1:20 219 gefahren und Behrenmann 1:20 280. 1:20 2 Flo. Drei Leute 1:20 2. Es war brutal. Also wie gesagt, ich weiß nicht, das mit den Strafen muss nochmal geprüft werden. So, jetzt macht Leroy das Tempo und ich gehe mal zu Meyers on board rein. Oder, na, sogar hier. Ja, deswegen, also nach den Turbulenzen, was Behrenmann widerfahren ist, hatte Krupp halt diese Sekunde schon Rückstand. Also Krupp ist sehr froh wahrscheinlich, dass es jetzt hier zum Safety Car gekommen ist, möglichst
früh sogar, so kann er jetzt schon mal wieder versuchen, Druck aufzubauen. Und in Bahrain, im letzten Rennen, war es ja nur so. So, jetzt gibt Leroy Temp Gas. Jetzt müssen sie dranbleiben und das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, Chakusa! Gelbing! Oh, ignorieren die Flagge und Enchant ist... Oh Gott, was machen die denn da hinten? So, vorne ist, glaube ich, alles gut gelaufen. Da wird keiner irgendwas versuchen. Die fahren da erstmal chillig in Turn 1 rein, alle. So, und hinten, da greift Harry bereits German Maro an, der auch Probleme hat und auf Softs gegangen ist. Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Rumblebee wird gewinnen. Momentan auf P12, der auch im Angriffsmode ist. Im Angriffsmode auf Robin, der sich auch stark nach vorne gearbeitet hat. Aber jetzt kommt schon der Angriff, weil Robin da nicht gut rausbeschleunigen kann. Stark gemacht. P11 wieder. Und jetzt wieder weiter nach vorne. Denn Bastl, wie gesagt, sein letztes Rennen erst einmal als Stammfahrer im Alfa Romeo. Und wie gesagt, die können sich ja theoretisch noch Red Bull holen. Wird aber schwierig. Weil Leroy und Lurch das sind. Und Krupp! Krupp kassiert tatsächlich 3 Sekunden. Boah, das ist selten als Wert schlechthin. So, jetzt aber der Angriff von Bastl gegen Lurch. Nein, der wird noch nicht kommen. Nein, der kommt nicht. Vorerst nicht. Er wird den Flügel brauchen. Das ist nicht safe. Da hat Lurch einfach den besseren Winkel in die Kurve. So, weiter hinten. Ähnliches Bild. DJ klebt dran an Robin. Rumblebee hat Robin da rausgefahren aus dem Fenster. Und beide ziemlich eng nebeneinander, aber das geht super aus. DJ P12 vor an Robin vorbei. Und Marc auch dahinter. Konnte aber nicht mitgehen. Von daher Vorteilserarbeitung von DJ. Der Angriff von Marc. Auch er geht an Robin vorbei. Also der ist auch super in Form hier. Der könnte auch was mitnehmen wieder für Ferrari. Oh, jetzt kommt Marc aber sehr weit raus. Und es kann die Chance für Bärenmann sein, beide zu holen. Ja, für Marc wird sehr eng. Jetzt haben wir dann das DRS aktiviert. Robin hat er jetzt innen. Und oh, Chakusa fährt. Was war das denn? Okay, wenn sie sich getroffen hätten, dann hätte Chakusa Robin abgeräumt. Das müssen wir mal gucken. Und Bärenmann, Platz 13. Vorne Platzverschiebung auch. Oh, Papadanne hinter Kojokari. Und vorne Rumblebee ist... Oh! Da gab's Kollision, DJ Papadanne. Das wird, glaube ich, zur Untersuchung führen. Da gab es etwas Stress. So. Und vorne jetzt mit DRS-Unterstützung. In der ersten DRS-Geraden, wo es halt geht. Nee. Es klappt nicht. Also er kann sie noch nicht ransaugen. So, auf 12. Oh, Bärenmann und Papadanne stehen dort auch an der Seitenlinie. Die machen hier Siesta in Italia. Und vorne jetzt kommen die Stops. Leroy rein, Bärenmann, Meyers, Canisha, Shikuro. Und Lerch hat den Boxenlimiter nicht aus. Damit übernimmt DJ die Führung. Und wir haben Safety Car. Okay, naja. Der hoffe ich nicht vorher sehen müssen. Aber okay. Safety Car in Monza.
Aber wie gesagt, Leroy, Perry, Krupp, die müssen jetzt alle an German Mabo, Chakusa, Mark und D-Jack vorbei. Es ist eine super Strategie von den ersten oder von McLaren generell, aber auch von Mark und German Mabo. Und Rumblebee ist in die Box gefahren. Er hat noch mal auf neue Mediums geschnallt. Und das habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da musste ihn nachher fragen, wieso, weshalb, warum. Ich verstehe es nicht, weil, also ich kann mir eigentlich nur erklären, dass er irgendwie involviert war mit einem anderen Fahrer, genau, dass das ein Schaden war. So, jetzt wetten wir noch mal schnell durch. Aber was heißt schnell? Die werden noch eine weitere Runde hinterm Safety Car fahren, weil Papadanno und Bärenmann noch mal hinten ran müssen. Oh Mann, ey. Also wenn das so ausgeht, hätte D-Jack seinen ersten Sieg. Und das mehr als überraschend, denn wir schauen noch mal auf die Positions. Da sieht man es, ne? 10, 15, 2 und 8 Plätze. 10 Plätze auch entscheiden. Ach. Oh wei, 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 wei. Aber natürlich, es kann schnell gehen, dass er davor kommt, der Leroy, der Krupp. Das müsste man mal beobachten. Aber durchaus eine sehr gute Strategie, auf dem McLaren, Ferrari und Haas unterwegs ist. Und es sind halt 15 Runden noch. 15. So, jetzt wetten wir nochmal durch. Oh, Lurch ist auch in der Box nochmal. Also, D-Jack führt's Feld an. Vor Mark. Und Chakusa auf 3. German Mado auf 4. Perry 5. 6. Leroy. 7. Krupp Stalingrad. 8. Enchant. 9. Myers. 10. Chanisha. 11. Shikuro. 12. Bastl. 13. Mitchell. 14. Kojo Kari, 15. Rumblebee, 16. Robin, Papadanne 17. Bärenmann 18. und Lurch ist 19. So, das Safety Car kommt rein und ich Swipe rein zu Chakusa. Wie gesagt, der hat 5 Sekunden auch kassiert wegen einer Kollision. Das ist natürlich ärgerlich. Er kann aber auch, wie es Robin im letzten Jahr oder in der letzten Saison einmal gemacht hat, The Flying Wingman spielen für D-Jack. Also, let's go! Jetzt natürlich guten Outside-Punkt von D-Jack erwischen. Und denkt dran, keine Scheiße machen. Wenn er einmal durchzieht, muss er durchziehen. Wie jetzt? Oh nein! Chakusa überrascht und Perry, was ist denn das? Perry schnupft sich Chakusa und German Mado und hat auch noch Mark vor sich. Jetzt muss natürlich Chakusa runter, sonst gibt's Kollision mit Perry. Oh, da ist richtig Casala und Shikuro hinten. Nee, Krupp. Oh, Krupp mit German Mado und Leroy kommt irgendwie so da durch und da holzen sie mitten durch Absperrung durch. Shikuro hat es jetzt erwischt. Boah. Also hier ist was geboten nochmal im Saisonfinale, wenn es um die Wurst geht. Hinten nochmal eine Attacke. Bärenmann und Robin steht quer. Und da sehen wir jetzt tatsächlich Bastl ohne Flügel. Oh, das hat er sich vielleicht auch mal anders vorgestellt. Und vorne geht es natürlich erstmal um die Wurst. Denn Mark hat Perry hinten eine Schnur. Mitchell verliert auch Plätze. Und Krupp Stalingrad muss sich natürlich jetzt wieder richtig nach vorarbeiten.
auf P8 zurückgefallen. Kontrahent Leroy ist auf der 5. Na, ich würde eigentlich nur tippen, dass Chakusa zu früh beschleunigt hat. Mehr würde ich da gar nicht reininterpretieren. So, hier gibt es jetzt erstmal einen Angriff. Leroy gegen Chakusa. Da könnte... Ja, das ist schon... Ja, Leroy wird zurück... Oh, natürlich. Chakusa geht einen langen Weg. Und oh, aufpassen, aufpassen. Mit Meyer ist alles gut gegangen. Das war natürlich schwierig dort. Und hinten Kotokari aus der Welt rausgekommen. So, und der Chanisha hat direkt im Nacken auch Krupp Stalingrad und Chakusa halt davor. Aufpassen! Oh, da geht's auch außen nicht vorbei. Und Krupp nutzt da die Chance. Wow! Krupp ist vorbei. Also da muss ich wirklich sagen, da kann Chanisha nicht überholen. Da geht's einfach nicht vorbei, wenn du dann eben verteidigst. So, und vorne. Mark geht richtig unter Druck gesetzt von Perry. Übrigens, wir haben trotz dieser ganzen Scharmütze noch, 19 Fahrer am Start. So, jetzt ist Krupp vorbei an Chakusa. Und jetzt... Krupp Stalingrad ist raus! Nee! Auf der SS! Und vorne der Angriff jetzt! Perry! Vorbei an Mark! Oder? Oh, das ist riskant! Und das bringt Leroy hinten wieder ran! So, Aussicht Leroy, der ist jetzt schon neben Mark. Oh, Mark fährt hinten ein bisschen in Perry rein, aber Perry ist vorbei. Aber DJ hat noch 2,2 Sekunden Vorsprung jetzt. Ja, Mark ist jetzt ein kleiner Puffer auch für Perry. So, Rumblebee ist der Nächste, der im Angriff ist auf German Mado. Und jetzt muss eigentlich Leroy vorne vorbei, aber das, na, das geht noch nicht. Also, was für ein Rennen, Leute. 12 Runden haben wir noch hier. Jetzt auf der Geraden, aber wird da gleich angreifen und er wird sich Chakusa mitholen. Oh, German Mado rutscht hinten in Chakusa rein. Jetzt nutzt Rumblebee innen schon die Chance. Und jetzt fährt er durch beide durch. Und wieder. Er kreuzt natürlich, weil Chakusa über außen muss. Aber sehr risky. Und German Mado guckt nur mal vorbei bei Chakusa. Rumblebee, klasse Manöver. Und Meyers hat sich... Nee, doch. Meyers hat ein Problem. Er verliert Plätze. Auf 6. Okay, vielleicht war es auch nur ein Anzeigefehler. Und Leroy vorne hat Perry bereits auch schon geholt. Und jetzt natürlich gegen D-Jack. Es geht gegen D-Jack. D-Jack ist momentan on fire da vorne. Aber Leroy, der wird richtig ranknallen, ne? So, und jetzt Chanisha im Angriffsmode auf Mark. Also, McLaren muss hier richtig punkten und ich sag's mal so, passiert da kein Fehler von DJ. Ist ein Podest drin. Ein Podest heute für McLaren wäre eine Sensation. Vor allem von demjenigen, der momentan, glaube ich, nur 3 Punkte zusammengeschrubbt hat in 10 Rennen. Aber jetzt muss es vorbeigehen. Da hat Mark kein ERS mehr. Chanisha zieht vorbei. Und Mark aber trotzdem die größte Hoffnung auf Punkte für Ferrari. Kojo Kari ist an German Mado vorbei.
Aber ist das ärgerlich für Krupp Stalingrad? Meine Fresse. Und Mercedes kann oben nochmal richtig Punkte latzen. Damit schwinden die Chancen natürlich. Bastel auf 18. Also. Und nein! Jetzt sag mir nicht, dass die hier raus sind. Er steht an der Mauer. Nein! Ich fasse es einfach nicht. D-Jack ist raus. Ich sag's mal so, von der Pace und sonst was. Er hätte aufs Podest fahren können. Puh. So, Leroy übernimmt jetzt kampflos die Führung beim Safety Car. Ja, sind vielleicht schon Softreifen angebracht? Ich würd fast drauf gehen. Und tu da auch. Perry geht auf Softs. Sehr gute Entscheidung, glaube ich, von Perry. Bärenmann haben wir natürlich jetzt auch wieder auf für 4. Und Red Bull super platziert auf der 1 und auf der 5 jetzt. Aber Lurch wird sich schwer tun mit dem Verteidigen nach hinten raus, wenn Perry, Mark, Rumleby, Kojo Kari, Papadane, German und so kommen. Also, McLaren war auf 1 und 3 nach dem letzten Safety Car. Und jetzt auf 17 und D-Jack draußen. Was für ein Rennen, Leute. Was für ein Rennen. Und Meyers hat noch eine 3-Sekunden-Strafe. Es wird ein super heißes Rennen sein. Eine super heiße Schlussphase jetzt. Und Haas kann auch nochmal Punkte mitnehmen. Mit P8, P11. Jetzt sammeln wir aber erstmal die anderen Fahrer natürlich ein. Kojo Kari natürlich jetzt auch im Alpin in den Punkten. Auf der 10. Und der wird sich gleich mit German Maro und Papadanne noch battlen. Also kann Ferrari hier im letzten Rennen noch McLaren abfangen und kommt Alpine und Aston Martin da nochmal rein in dieses Duell. Wie gesagt, Safety Car ist jetzt nochmal eine Runde draußen und ich schaue mir jetzt nochmal die Konstrukteurs-WM an. Also in der Konstrukteurs-WM hat McLaren 53 Punkte. Mark würde hier 6 Punkte holen und wäre vorbei an McLaren und hätte noch Platz 5 in der WM. Und er fährt ein starkes Rennen, muss ich sagen. Dann, ja, McLaren würde bei 53 Punkten bleiben. Ferrari hätte dann 56 nach jetzigem Stand. Und Bärenmann fällt zurück, der hat sich da hinten gedreht. Damit Marc wieder Platz vorne. Und Haas in den Punkten beide. Dann Aston Martin hat 40 Punkte. Rumblebee würde aber nur 4 bekommen, das heißt 44 Punkte. Und Alpine, die haben 34 Punkte. Momentan hätten sie 2 Kojo Kari und Meyers mit 15, 17 Punkte hinzu. Wären 51. Sie wären momentan dann auf P7 noch. Und Aston Martin würde sogar Platz verlieren. So, jetzt aus Sicht Meyers.
Jetzt gibt Leroy Tempo an und das sieht hier schon mal gut aus. Ja, vorne ziehen sie gut durch, aber der Chanisher ist dran an Leroy. Er darf es halt nur nicht übertreiben, hier anzudeuten ist eigentlich Wahnsinn. Aber wir eben schleunig, das ist mega. So, und Perry ist vorbei auf Platz 4 an Lurch. Und jetzt hat er Myers vor sich. Hoppla. So, und Lurch hat Mark hinter sich, der es versucht in allen möglichen Facetten. Und Rumblebee auf P7 arbeitet sich. Oh, aufpassen! Aufpassen, das ist sehr eng zwischen den beiden. Robin fällt natürlich Platz um Platz zurück mit den harten Reifen. Jetzt hat er sie noch gedreht. Oh. Ganz bitter. Und Perry 3 Sekunden. Und Rumblebee ist wirklich auch an Lurch. Natürlich, was machen sie? So ein richtiges Abwarten, der einen Fehler macht. Und jetzt ein kleiner Quersteher von Rumblebee, aber er hat die bessere Pace jetzt. Und jetzt muss es vorbeigehen. Rumblebee geht an Mark vorbei. Achtung, nicht verkannt, Leute. Das ist hartes Racing. Nach wie vor, Achtung. Das sind keine Bodycars! Mark immer noch in. Oh, ich dachte schon, es hat einen zersmasht. Krasses Racing hier. Also Rumblebee kann ihn natürlich P5 holen. Das ist mal alle Male drin. Natürlich ohne Flügel flach ist es schwer, aber auch Mark momentan schneller unterwegs als. Oh, 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 was ist, oh, und da muss Rumblebee übers Curb, da müssen wir wahrscheinlich auch mal drauf gucken. Oh, bittere Sache. So, vorne jetzt aber Perry im Angriff an Myers. Und oh, da war ein Quersteher dabei. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die Rausbeschleunigung besser ist. Jetzt ist erst der ist aktiviert. Aber er hat mehr Speed. Er hat mehr Speed und Perry probiert es außen. Und das geht auch vorbei. Das geht safe. Damit ist er hier vorne. Aber Lurch wäre momentan auf dem Podest. Besser gesagt jetzt. Oh, Mark! Sehr doll abgekürzt. Also da müssen wir mal gucken. Vielleicht auf Ansicht dann theoretisch. Ja, das ist risky! Oh! Eieiei. Ei, ei. Lebst du noch? Und Rumblebee auch! Who is it? Oh no. Bäremann schon langsam jetzt natürlich. Oh. Okay, immer, also wie gesagt, immer die Videos rein. Ne? Also mir sofort zusenden, wenn ihr sie rauspickt, bitte. Dann können wir etwas machen. Oh Mann. Oh, DNF, Rumblebee und Mark. Also ich meine, ich ehre ja Mark dafür, aber das war sehr risky, den Platz zurückzugeben, weil die anderen waren davon total überfordert und das hat eine Kettenreaktion leider ausgelöst. Oh, da weiß ich momentan nicht, was ich sagen muss. Na, also das war, ist halt im harten Zweikampf, auch im guten Zweikampf ist es passiert, dass Mark, also der hat ja hier abgekürzt, in Turn 1. Und dann wollte er halt wieder den, Rumblebee, oder nee, den davor, Lurch, genau. Lurch oder Mark wollte er dann wieder. Nee, Lurch wollte er dann wieder vorbeilassen.
Und das hat dann nicht so gut geklappt, weil die anderen damit nicht gerechnet haben. Und dann ist er mit Rumblebee kollidiert. Und ja, das hat jetzt geheißen dann, oh, Game Over. Oh, mir tut's so leid für die beiden. Also unglücklicher kann eine Situation leider nicht ausgehen. Ich fühle wirklich mit den beiden mit. Perry hat natürlich wieder den Vorteil, dass er dran ist an Chang. Perry ist aber vielleicht derjenige, der auch in der... Also Chanisha kann natürlich das Ding gewinnen. Also er ist die ganze Zeit dran geblieben an Leroy vorne. Das war auch schon richtig stark. Aber ich weiß jetzt nie, was besser ist. Perry vorbeilassen, richtig Druck ausüben und dann, dass Perry vielleicht Chanisha mitzieht. So sehe ich Leroy gefährdet. Also, Mercedes hat alle Chancen der Welt, richtig mit einzugreifen, nochmal um den Sieg. Also, Chanisha Perry können sich den Sieg zusammen erarbeiten, weil Leroy alleine auf weiter Flur ist. Lurch auf P10. Und Chakusa kann jetzt natürlich noch einen Punkt mitnehmen. Und Papadanna auf 6. Also, Chakusa muss auch angreifen gegen Lurch. Vielleicht German Maru sind noch machbar. Aber schon starke Konkurrenz dort in im Feld drin. Und halt in dieser Saison ist tatsächlich etwas Historisches passiert. Krupp Stalingrad ist zwei Rennen sogar ausgeschieden. Also das hätte ich vor 10 Rennen hätte ich das nicht gedacht, dass das passiert. So, jetzt letzte Runde hinterm Safety Car. Hinten Robin wird leider nicht mehr rankommen. Oh, Bärenmann, 5 Sekunden wieder mit Kollision Lurch. Da weiß ich jetzt nicht, wer sie verursacht hat. Also stand Bärenmann, deswegen hat er sie drauf. Aber irgendwie ist Bärenmann vor ihm. Wie kann er dann im Grunde eine Kollision verursachen? Das müsste eigentlich bei Lurch der Fall sein. So, bei wem gehe ich jetzt drauf? Natürlich bei Perry. Denn er hat Softs. Und es kann wirklich so sein, dass die drei da vorne Formationsflug par excellence anbieten. Also für Perry im Grunde ist es wichtig, hier P3 zu sichern vor Myers. Weil die haben beide 3 Sekunden Zeitstrafe und die da vorne quasi nichts. Wenn Bastl vielleicht dranbleibt, wäre es doch nochmal ein versöhnliches Ende in seinem letzten Rennen als Stammfahrer hier aufs Podest zu fahren. Und ehrlich gesagt, warum nicht? Es sah wieder gelaufen aus für Bastl, aber er macht das Beste draus. Und es ist fantastisches Racing. Also ich bin wieder durchgeschwitzt, ich bin fertig. So, und wir haben tatsächlich noch eine Runde Safety Car. Und das macht es für Bastl immer wahrscheinlicher. Lurch nochmal in der Box. Ah, ja, dann war es doch Lurch. Also diese 5 Sekunden, da müsste man sich, glaube ich, auch wieder was einfallen lassen. Die werden, glaube ich, auch wieder so ein bisschen weggerechnet werden. Puh. Also, was macht Mercedes? Lässt Perry vorne Chanisha gegen Leroy kämpfen? Oder was machen die Mercedes? Alpha Tauri fahren auch nochmal beide in die Punkte auf 7 und auf 9. Chakusa hat es jetzt wieder auf 10 geschafft durch den Stop von Lurch. Wenn er erstmal dran bleibt an Bärenmann, wir haben es deren 2 schon mal. Also das wird noch ein heißes Ding. Aber Papadanne kann natürlich auch noch einen Platz nach vorne rutschen. Ne? Durch die Zeitstrafen von Perry und Myers. Für die beiden läuft es nicht gerade so gut. Und es gibt jetzt gleich nur noch 2 Runden. Und zwar sogar 2 Runden ohne DRS. So.
Rennleitung holt Safety Car rein. Okay, jetzt bleibe ich mal beim, ja doch, Perry. Perry wegen den Softs. Aber Czarnecha fährt mit um den Sieg. Myers auf P4. Und German Maro wieder wichtige Punkte nochmal für Haas. Ist da völlig aufpassen, also unaufpassen, Leute. Czarnecha hält nur minimal diesen Abstand dort. Sehr heiß. So, jetzt gibt Leroy Tempo. Ah, da war nicht ganz so optimal von Perry, glaube ich. Da muss er sehr viel korrigieren. Aber Czarnecha hat es wieder richtig gut gemacht. Der ist in Angriffsmode vielleicht auf Leroy. Und Perry zieht da hinten mit. Das ist natürlich sehr risky, wenn er da reinhält. Wie gesagt, DRS haben wir nicht mehr. Er muss dranbleiben. Die einzige Siegchance für den Czarnecha noch, um Leroy zu verdrängen. Und Kojo Kari ist auch zurückgefallen wieder. Perry auf 3, Myers auf 4. Natürlich. Und ja, Chan lässt Myers Perry fahren. Vielleicht kann er ja ranfahren und beide nochmal zusammen ranflügen. Dass sie sich so ein bisschen ziehen. Die sind natürlich beide super schnell unterwegs. Vielleicht kriegt ja Perry nochmal die Möglichkeit. Aber auch die 3 Sekunden vielleicht nochmal rauszufahren. Aber Perry muss fliegen. Bastl könnte sich tatsächlich nochmal Myers schnappen auf der Runde. Und Mitchell auf 11 gegen Chakusa. Natürlich Turn 1 wird jetzt entscheidend sein dort, wer die bessere Linie hat. Und ja, Chakusa und Mitchell, die bleiben hart drauf. Behlmann rutscht vorbei schon mal und hat jetzt Myers und Bastl vor sich. Bastl hat sich nämlich Myers geholt. Boah, da ist ja, Leute, da ist der Party hinter Bastl. Bastl wird es aber nicht aufs Podest schaffen. Da ist Perry super, super stark unterwegs. Der hat nämlich den 3 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Oh, Leute. 10 Sekunden Kojo Kari. Chikuro auch nur 2 Zehntel marginal dahinter. So, aber jetzt Sieg für den neuen Weltmeister der JVK Racing League. Nämlich Leroy in seinem ersten Jahr. Also man kann nicht sagen, er hat's. Ja, okay, im Endeffekt kann man sagen, er hat es dann doch dominiert. Aber es ist gar nicht so deutlich, wie es jetzt ausschaut mit dem Sieg. Gratulation! Dann Czarnecha auf 2, Perry auf 3, Bastl 4. Myers wird noch durchgereicht. Papadane 5. Dann Chikuro, Giammaro, Chakusa, Mitchell, Myers. Dann Lurch, Robin, Behlmann, Enchant. Und der letzte im Bunde ist dann Kojo Kari, der noch die Kurven abkürzt aufgrund des Flügelschadens. Und Myers hat noch so viele Plätze verloren. Runter auf die 10. Chakusa rettet hier 4 Punkte. Papadanne bekommt hier aber 10. Das heißt 6 Punkte Unterschied. Das würde heißen, laut meiner Rechnung, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hätte Ferrari jetzt tatsächlich P5 in der WM mit 2 Punkten Vorsprung vor McLaren. Fahrer des Tages, Papadanne, und das hat er grandios gemacht. Aus allen möglichen Scharmützeln rausgehalten diesmal und diesen Platz 5 gesichert erstmal. Aber Weltmeistersieg und beide Mercedes stehen nochmal zum Abschluss der Saison hier auf dem Podest. Und es war das einzig Richtige, was Czarnecha gemacht hat. Er hat Perry fahren lassen und dadurch sind beide aufs Podest gefahren.
Das ist Teamwork. Das war bestens gelöst. Weil Chanisha an Leroy vorbeifahren, das ist natürlich schwer, gerade ohne DRS. Also, wenn es noch ein paar Runden DRS gegeben hätte, dann hätte ich gesagt, ja, Chanisha muss dahinter bleiben, aber ja, es war schon so völlig in Ordnung. Also, Leroy gewinnt vor Chanisha, Perry, Bastel, Papadane, Shikuro, Jamemado, Chakusa, Mitchell, Myers, Lurch, Robin, Beremann, Enchan, Kojo, Kari, Rumblebee, Mark, D-Jack, Krupp, Stalingrad und N4. Also zum Abschluss rennen tatsächlich nochmal Punkte für Shikuro, unseren allerersten Weltmeister, der auch als Stammfahrer zurücktritt. Und Bastel nochmal knapp am Podest vorbeigeschrammt. Boah, so, also jetzt gibt's eine Woche Pause bei uns. Und dann dürfte es am 28., wenn ich das so richtig im Kopf habe, wird es dann weitergehen mit Season 5 und ein paar neuen Fahrern mit an Bord. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt, Leute. Also mir hat Spaß gemacht. Ich bin wieder komplett durchgeschwitzt und fertig ohne Ende. Also macht's gut, Leute. Und wir hören uns dann. Also morgen übrigens, morgen um 19.30 Uhr ist die Auslosung der neuen Teams. Ne? Neue Fahrerzusammensetzung werden wir haben, neue Autos werden die Fahrer dann bekommen. Also schauen wir da mal rein. Bis morgen also um 19.30 Uhr und ansonsten Saisonstart am 28.03. geht es weiter mit Season 5. Ciao, Leute.